R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser verspäteten Folge von Minecraft Empire. Es tut mir wirklich leid, ich habe es ein wenig verplant und hatte eben noch andere Termine, die ich wahrnehmen musste, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen direkt mal dazu, was gestern Abend im Livestream passiert ist. Und zwar ist gestern Abend etwas Unglaubliches passiert, Leute. Ihr seht schon am Titel. Unter meinem Haus findet sich etwas richtig Krasses. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal damit an, dass ich quasi gestern von Tobi erstmal gezeigt bekommen habe, was alles in der Stadt so neu ist. Und ich würde sagen, genießt diesen kleinen Ausschnitt. By the way, Leute, wundert euch bitte nicht über die Qualität. Diesmal nächstes Mal besser. Ich muss das diesmal von Twitch runterladen wegen der Zeit. Also gönnt euch hier. Alter, nicht schlecht, nicht schlecht. I like. Mhm. Gibt sogar noch einen. Wo? Hier, komm mal her. Schau mal, mit einer schönen Bank und sowas hier mit einer Sitzecke. Ja, macht auf jeden Fall einiges her. Also hier, oh, hier hängen noch die Schilder von Pep Fritt. Oh, dein Haus ist auch fertig, so wie ich sehe, ne? Ja, ja, ich hab alles hier neu. Also ist alles ein bisschen schön neu. Das sieht natürlich ziemlich fett aus. Komm mal hierher. Aha. Guck mal, da der Bürgermeister bist. Boah. Guck mal hierher. Boah, ein Picknickkorb und alles, schau mal hier. Ist das nicht romantisch hier? Nein. Guck mal. LOL! Ja. Oh yes! Und da wir deinen Erzfeind hier drunter gemacht haben, unter nicht deinen Beinen, schlecht, denke Alter. Ich, ist es eine sehr anschauliche Statue. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch. Ihr habt es auf jeden Fall gerade gesehen, Leute. Sieht auf jeden Fall echt ziemlich fesch aus und ganz schön. Also ich glaube, das kann man so anbieten. Das hat Tobi mit den Architekten echt sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Da meine Freundin ist Kevin zu uns gestoßen. Wir sind dann gemeinsam in Moos Haus gegangen. Und was wir da gesehen haben, Leute, und was Kevin dann gesagt hat, das hat uns komplett die Sprache verschlagen. Ich würde sagen, schaut euch erstmal das jetzt an. Gut, kommt mal ganz kurz mit. Pass mal auf. Ich weiß, dass Mo im Moment im Urlaub ist. Kommt mal mit mir. Wir können es auf jeden Fall jetzt hier ganz frei umdrehen und da wir die Schlüssel hier haben, ist das ganz easy. Tobi, hast du Dynamit dabei? Nein. Kevin, du zufällig? Dynamit? Aber der Keller ist offen. Nee, nein, leider nicht. Ich möchte hier rein. Ach so. Oh, okay. Was? Gut, die Tür stand einfach. Was? Was? Ich wusste es. Weißt du, was das für ein Symbol ist? Ja, ich weiß, was das für ein Symbol ist. Was ist das Guck hier? Mal, das hier. Eine To-Do-Liste. Auf der Liste stehen. Leute? Oh mein Gott. Kevin? Was ist hier? Ja? Wir werden sofortigen Haftbefehl gegen Mo und seine Schergen erlassen. Warum denn? Lass das da hängen. Er darf nicht wissen, dass wir hier sind. Er muss ganz. Ich hab das die ganze Zeit. Er muss unbedacht zurückkommen. Das ist mein Banner, das hab ich da hingetan. Du hast auch so ein Banner. Warum hast du so ein Banner, verdammt nochmal? Das hat mir Patrick mal geschenkt, weil ich das schön fand. Kevin? Schau mal hier. Möchtest du mal was sehen? Bist du sicher, Kevin, dass du dich mit diesen Leuten einlassen möchtest? Ich hab mich nicht mit denen eingelassen, ich fand das Banner einfach nur schön und wollte das haben. Das verbrennen wir gleich. Sämtliches Material der dunklen Bruderschaft wird verbrannt, Kevin, verdammt nochmal. Aber ich hab das bekommen. Die haben einen Anschlag auf mich vorbereitet, die wollen mich stürzen, die haben mich entführt und verprügelt. Och Mann, aber ich find das Banner schön. Kevin, bitte, auf welcher Seite stehst du denn, verdammt nochmal? Auf der Seite des Rechtes, oder? Kevin? Kevin, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf meiner Seite oder nicht? Ich bin der Bürgermeister, ich bin gewählt worden. Ich stehe für das Gute in der Stadt, Kevin. Du. Kevin. Ja? Lass mich nicht hängen, bitte. Auf welcher Seite stehst du? Ich stehe auf Baluis Seite. Und Balui steht auf meiner Seite. So sei es. Und auf Bassis Seite. Ja, wie dem auch sei, dann steht er immerhin zu mir. Lass uns mal hier runtergehen. Kommt mal mit. Ihr habt gerade gesehen, Leute. Wir haben in Moos Büro überall diese seltsamen Banner gefunden. Ich kann euch das ja nochmal ganz kurz zeigen. Die sind überall im Moos Büro drin. Wir können ja mal ganz kurz hier direkt reingehen, Leute. Schaut euch das mal an. Als wäre Mo nicht ein Teil dieser ganzen Organisation. Wenn er überall die Symbole und die Banner und sonst was hier in irgendeine Checkliste und sowas hat, Leute. Ich glaube fast schon sicher, dass Mo irgendwo damit was zu tun hat. Immerhin konnten wir dann herausfinden, dass Kevin mir gegenüber loyal gestellt ist. Und naja, immerhin ist das Positives, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal an, was passiert ist, als wir in den Keller gegangen sind, Leute. Denn was da passiert ist bei Mo im Keller und was wir dann herausgefunden haben, das hat uns komplett die Sprache verschlagen. Schaut euch das mal an. Lass uns mal hier lang weitergehen. Was ist... Ach, hier... Nee, wie ist hier das ist dieses Ding, wo wir nicht weitergekommen sind. Ja, wir kriegen die nicht auf. Da gibt's doch bestimmt einen Weg. Hä, was ist da? Komm mal runter. Was zum Teufel? Meinst du nicht, dass wir... Kann man hier durch? Was denn? Hier. Geh mal weg. Guck mal her. Warte, das ist er hat von uns abgeschaut. Ja, natürlich ist doch Mo. Es geht auf! Komm rein! Oh Gott, was ist das? Ich bin durch. Kommt rein. Kommt her. Wow. Aua. Komm rein, Kevin. Was ist das hier? Guck mal, ich bin hier oben. Was zum... Hä? Was? Was ist da oben? Was ist das hier? Hier ist nichts. Hä, aber... Guck mal, ich komme jetzt bei euch wieder raus. Wo bist du? Hier, beim Ofen. Hä? Was ist... Ist es ein Geheimgang? Aber der führt nirgends hin. Naja, der macht nicht so viel Sinn. Vielleicht. Warte mal. Hier ist Essen, extrem chilly. Oh,
Oh Gott. Warte, komm, lass mal hier schauen, was hier vorne was ist. Was ist das hier für eine Station? Ich habe keine Ahnung. Guck mal hinter jedem Bildern. Ich hab's gewusst. Schaut mal hier. Eine Waffenkammer. Hier ist richtig viel leckeres Essen. Kevin, komm mal her. Die bereiten sich auf irgendwas vor. Kevin, hör auf, das alles leer zu essen, verdammt nochmal. Die dürfen doch nicht wissen, dass wir hier sind. Tut mir leid, mich hat schau dir das mal an. Wir dürfen hier nichts rausnehmen, dass wir hier sind, Kevin, auch wenn die Verführung groß ist. Ihr habt gerade gesehen, wir haben noch weitere Geheimgänge im Mooskeller entdeckt. Dieses ganze Konstrukt, was wir hier erforscht haben, ist nur ein Ansatz von dem Ganzen, Leute. Das geht noch richtig, richtig, richtig tief runter. Und so tief runter, wie es tatsächlich dann gestern ging, hätten wir niemals erwartet, Leute. Und ja, was soll ich sagen? Schaut euch einfach mal an, was passiert ist, als wir den zweiten Geheimgang geöffnet haben. Kommt mal her. Wo bist du? Ah, hier. Kommt mal her. Was ist das? Hier geht's runter. Wo führt das hier hin? Ich habe keine Ahnung. Vorsichtig mit der Lava hier. Die schadet uns nicht. Aua! Hilfe! Kevin? Hilfe! Was Angriff! Denn? Wir werden angegriffen! Kevin, verdammt nochmal, das ist ein Skelett, du verdammter Narr. Kommt mal mit runter. Also, hier ist einfach ein Blumenbeet. Was haben wir hier? Hier ist ein Schrank. Was liegt in dem Schrank? Hier ist noch ein Geheimgang. Komm mal rein in das Bild. Wo? Da ist ein Pfeil. Hä? Was? Was? Warte mal. Baby. Komm mal mit. Wo bist du? Ah, die Leiter hoch. Hier sind Kisten. Vielleicht kann man die Kisten verschieben. Nee, geht's nicht weiter. Was ist das? Was zum Teufel? Das ist eine zweite Welt. Hier ist einfach ein Lager. Was? Wo sind wir hier gerade? Das. Was ist das hier? Hier hat jemand ein Zelt aufgeschlagen. Was zum. Wo geht's hier hin? Hier ist ein Tempel mit ganz viel Gold. Das nehmen wir uns mit. Wir können doch nicht einfach das Gold hier klauen. Natürlich können wir das, Alter. Oh, guck mal, hier ist ein Thron. Für wen ist das Ganze hier? Nimm das Gold mit. Wieso ist der ein Huhn? Nimm das Gold mit. Zum Wohle der Stadt. Zum Wohle der Stadt, verdammt nochmal. Wir dürfen nichts mitnehmen, weil sonst merken die das. Ach, das hält doch hier keinem auf. Und selbst wenn, dann wissen die wenigstens, dass wir da gewesen sind. Meinst du wirklich, wir können das hier klauen? Natürlich, Mann. Nimmt alles mit, auch den Thron. Ja, okay, ich habe ein Haus gebaut. Ich meine, ja. Den Thron auch? Warte, ich nehme hier das noch mit. Ich nehme die ganzen Diamanten gerne an mich. Meinst du, das fällt nicht auf? Ja, natürlich nicht. Oder? Ein paar Diamanten hier? Oh aber Gott, ich... Was? Ich bin hier unter Fundament. Das ist, glaube ich, nicht so... Verdammt nochmal, was ist das hier unten? Ich weiß es nicht. Spring hoch, ich mache... Okay, ja. Was zum Teufel? Guck mal, hier ist einfach eine Ente. Guck mal, wie die aussieht. Die sieht ganz verwahrlost aus. Habt ihr das gesehen, Leute? Was zum Teufel? Diese riesige Stadt ist einfach direkt in diesem Tunnelsystem irgendwie damit verbunden und es ist super, super weird und wir haben uns halt gefragt, was das ist, haben natürlich das ganze Gold erstmal hier schön eingesackt, Leute, damit wir natürlich damit eventuell in der Stadt was Gutes machen können und ja, wir haben halt keine Ahnung, was da unten jetzt irgendwie abgeht, da war dieser komische Tiger noch drin und so weiter und so fort und wir wissen überhaupt nicht, was abging. Was mir richtig Sorgen gemacht hat, war halt die Waffenkammer unter unserem Haus, war halt die Waffenkammer, die wir gefunden haben, weil das hat dann irgendwie wieder einen seltsamen Beigeschmack gehabt. Ja, Leute, da bin ich auf die Idee gekommen, mich einfach mal nach oben zu teleportieren, weil ich wissen wollte, wo wir uns überhaupt jetzt befinden unter der Stadt und dann hat es mir komplett die Sprache verschlagen, Leute. Schaut euch einfach mal an, was dabei rumgekommen ist. Wo sind... Gott. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, Alter. Ich weiß es wo nicht. Wo sind wir hier? Wo zum Teufel? Was? Wollen wir einfach zurück? Ich will wissen, was über uns liegt. Oh Gott, ich... Oh. Naja. LOL! Tobi, was? Das ist direkt unter unseren Häusern. Ich bin in deinem Haus gelandet, als ich mich nach oben teleportiert habe. Bitte was? Wirklich? Warte mal. Was? Das kannst du nicht sein. Doch, wenn du deinen Stab benutzt, landest du direkt in deinem Haus. Das ist direkt unter meinem und deinem Haus. Stimmt, was zum Teufel? Ich bin hier bei deinem Haus jetzt gelandet. Das ist direkt unter meinem Haus. Das Baby, unser Fundament, ich bin noch hier unten. Sicher. Warte mal. Hilfe. Tobi, komm mal mit in meinen Keller. Wir buddeln da einen Gang runter. Aber wir müssen ihn verstecken. Wir können nicht einfach... Da war Wo kommt das her? Das wäre uns doch aufgefallen in meinem Keller, oder? Als wir gebaut haben. Baby, unser Haus steht auf einem Nichts. Weißt du, wie tief wir das Fundament ausgehoben haben? Kann das denn... Können wir es nicht merken? Das muss doch... Das ist direkt unter uns hier. Das muss hier direkt sein. Wo seid ihr denn rausgegangen? Baby, komm her. Hier. Wo? Komm, wir machen es hier. Dann sieht keiner, dass wir hier einen Gang haben und dann kann es keiner was anhaben. Kevin, wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt sofort zu dir runter. Wir müssen doch... Warte. Ist es in der Richtung hier? Sicher, dass es in die Richtung ist? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin rausgekommen. Ich bin im See. Da weiter nach rechts, oder? Ich weiß nicht, buddel dich einfach mal gerade nach unten vielleicht? Also, hier ja, geht... Da ist es! Wo sind wir? Wir gehen ja in der Stadt sehr eigenartig. In der Waffenkammer.
Also ich weiß ja nicht, ob das, was ihr beide was da gerade macht, in Ordnung ist. Teufel. Ja, wir müssen doch auch mal hier gucken, aber... Ihr brecht einfach in Mo sein Haus ein, ohne dass er das gemacht hat. Wir haben den Durchsuchungsbefehl, verdammt nochmal. Mo ist schuldig, er gehört der Mafia an und die haben mein Haus infiltriert, Kevin. Die planen sicherlich was, die wollten sicherlich hier irgendwie zu... Also Tobi, ich finde, das Haus sieht nicht gefährlich Tobi, ich fühle mich nicht mehr in meinem Haus sicher. Ich weiß nicht, wie viele Geheimgänge es noch gibt. Ihr habt's gesehen, dieses Ding ist einfach komplett unter unseren Häusern, Leute. Und damit steht fest, unsere Häuser wurden von Mo und seinen Schergen infiltriert. Mo ist ein verdammter Teil der Mafia, Leute, ist es damit raus. Und ich werde Mo damit zur Rechenschaft ziehen. Wir werden einen Haftbefehl aussetzen und Mo, sobald er wieder zurück in der Stadt ist, festnehmen müssen. Denn wir haben die Symbole als Beweis und wir haben die Waffenkammer gesehen. Wir haben diese seltsame, komische Plantage mit diesen komischen Tomatenpflanzen. Und wir haben jetzt herausgefunden, Leute, dass Mo versucht, unsere Häuser zu infiltrieren und versucht, eventuell einen Anschlag auf uns vorzubereiten. Wir müssen auf jeden Fall eine Nummer sicher gehen, Leute, und werden Mo jetzt einfach wegsperren. Das wird sich auf jeden Fall dann in den nächsten Tagen alles klären. Ja, Leute, das ist gestern Abend im Livestream passiert. Ultra, ultra krass. Wir hätten niemals damit gerechnet, dass wir sowas finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag im Livestream wieder, denn da ist was richtig, richtig Fettes geplant. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv beim Escation vorbei. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.